Guten Morgen, vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kollegen, liebe Gäste. Zunächst möchte ich einmal kurz in Erinnerung rufen, wenn wir heute über den deutschen Wald sprechen, wenn wir heute über den Zustand, über die Zukunft des deutschen Waldes sprechen, dann geht es heute nicht um irgendein randständiges, zweitrangiges Politikfeld. Vielmehr ist eine erfolgreiche Forstpolitik, ebenso wie eine zukunftsfähige Agrarpolitik, von elementarer Bedeutung für die dringende, erforderliche Revitalisierung des ländlichen Raumes in Deutschland. Im ländlichen Raum ist unser Mittelstand verankert. Im ländlichen Raum finden wir das, was wir als Heimat definieren, was ein ganz wichtiger Baustein unserer eigenen Identität ist. Wenn wir den ländlichen Raum stärken wollen, dann müssen wir gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Waldschäden zukünftig vor allem die Kleinwaldbesitzer wesentlich stärker als bisher unterstützen. Die brauchen wir auch, die Kleinwaldbesitzer, für den dringend notwendigen Waldumbau. Knapp ein Viertel der Waldfläche in Deutschland ist Kleinstprivatwald. Da reden wir von 1-2 Hektar Wald, die Menschen dort besitzen. Hier müssen wir es jetzt schaffen, diese Waldeigentümer zu einer aktiven Bewirtschaftung ihrer Bestände zu motivieren. Daher fordern wir in unserem Antrag ganz klar, für Bund und Länder brauchen wir eine Initiative, eine Offensive. Die Klein- und Kleinstwaldbesitzer brauchen jetzt eine Vereinfachung der Förderrichtlinien. Nach dem Motto schnell, gerecht und einfach. Weg mit bürokratischen Hürden, schnelle Hilfe im und für den Wald. Aber Frau Ministerin, es muss in diesem Zusammenhang auch endlich mal geklärt werden, wann und wie die auf dem Nationalen Waldgipfel, den Sie angesprochen haben, zugesagten Fördergelder auf die Fläche kommen sollen. Das muss man doch jetzt auch endlich mal den Waldbesitzern gegenüber transparent kommunizieren. Ein paar Mittel sind schon abgeflossen. Wann kommen die nächsten Mittel? Wird es 2020 im März oder wird es doch wieder verschoben? Auch die forstlichen Zusammenschlüsse, die forstlichen Gemeinschaften müssen jetzt unterstützt werden. Lassen Sie uns doch die bürokratischen Hemmnisse endlich abbauen und lassen wir doch die Mittel endlich dort hinfließen, wo sie auch verwendet werden können. Die Förderung der Kleinwaldbesitzer bei Ihnen in den Anträgen der Linken und der Grünen findet man zu diesem Thema nicht sehr viel. Das war aber absehbar. Es mangelt doch bei Ihnen auf der Linken traditionell an einem deutlichen Bekenntnis zum Grundeigentum. Und bei Ihnen, liebe Kollegen von den Grünen, Sie machen mit Ihrem Antrag, Ihrem Image als Verbotspartei wieder einmal alle Ehre. Sie wollen doch am liebsten jedem privaten Waldbesitzer vorschreiben, was er zu denken hat, welche Bäume er zu pflanzen hat und was er zu tun habe. Nicht mit uns. Und mit Ihrer Urwaldoffensive, Sie nennen es selber so, Urwaldoffensive, können Sie vielleicht Greta Thunberg und Rotkäppchen begeistern, aber mit Sicherheit nicht diejenigen Förster und Waldbesitzer, die jahrzehntelange Erfahrung in unserem Wald gesammelt haben und die das auch jetzt richtig umsetzen können. Den gemeinsamen Antrag von CDU, CSU und SPD haben wir im Ausschuss aus sachlichen Erwägungen unterstützt. In Ihrem Antrag, unser Wald braucht Hilfe, Waldumbau vorantreiben, beschreiben Sie aber ein Problem, das Sie in den vergangenen Jahren von selber verursacht haben. Sie fordern jetzt tatsächlich im Jahr 2019 allen Ernstes strukturelle Nachteile für Kleinwaldbesitzer auszugleichen, also das, was wir auch fordern, indem eine flächendeckende Beratung durch Forstämter sichergestellt werden soll. Also jetzt doch endlich. Sie waren doch selbst jahrzehntelang für den Personalabbau und die Überalterung in den Landesforstbetrieben maßgeblich verantwortlich gewesen. Jetzt rufen Sie wieder nach dem Förster, den es so flächendeckend gar nicht mehr gibt. Aber ja, genau diese Beförsterung, die müssen wir den Privatwaldbesitzern wieder zur Verfügung stellen als Dienstleistung. Ja, in dem Punkt haben Sie recht. Aber lassen Sie mich zum Abschluss noch einen Appell an die Waldbesitzer richten. Lasst euch bitte die zugesagten Finanzhilfen von der Ministerin nicht als Dana-Geschenk überreichen. Es kann nicht sein, dass mit diesen Fördermitteln jetzt auch ins Eigentum eingegriffen wird, ins Jagdgesetz. Sie wollen die Jagdgesetze ändern, Frau Ministerin. Jetzt ist plötzlich das Wild wieder schuld. Aber Wald mit Wild, damit können wir den Wald umbauen. Und dafür steht die AfD. Ich bedanke mich.